Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Neros Prognosen Magic Talk. Ja, diesmal gehe ich der Frage nach gar nicht über Reprints oder ähnlichen, sondern eher der Frage nach, können Bilder den Wert einer Karte beeinflussen? Das ist tatsächlich das der Oberbegriff, Text, über den ich jetzt hier reden möchte. Da können und ja, schon vorab, Bilder können den Wert einer Karte beeinflussen. Wie kann das denn sein? Ich habe dazu tatsächlich ein sehr schönes Beispiel rausgeholt. Es geht immer um dieselbe Karte, sogar aus derselben Edition, aber das Bild einer Karte beeinflusst tatsächlich den Wert der Karte. Und zwar nicht gerade unerheblich, würde ich mal tatsächlich sagen. Und da geht es weniger darum zu sagen, guck mal, die ist ja auch reprintet worden oder nicht an der Stelle, sondern auch schon damals, bevor sie so stark reprintet wurde, hat das Bild einen Einfluss auf die Karte gehabt. Und dazu möchte ich auch sagen, finde ich es auch sehr schön, dass einige Editionen wirklich schöne Bilder und sowas haben. Ich habe hierzu mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist die Seite. Und zwar habe ich mal hier Shadow of Innistrad genommen, die meiner Meinung nach sehr, sehr tolle Bilder hat. Denn Magic ist ja nicht nur ein Spiel, was sich auf dem Tisch widerspiegelt oder mit den einzelnen Funktionen, sondern tatsächlich auch im Kopf desjenigen, der spielt. Der hat dann seine Vorstellung über die Karte und sowas. Und ob eine Karte reinkommt in ein Deck oder nicht, hat nicht zu 100% immer was mit der Funktion der Karte zu tun, sondern manchmal eben halt auch mit der Vorstellung, die man mit der Karte verbindet aufgrund des Bildes. Zumal das Bild ja auch einen Wiedererkennungswert einer Karte darstellt und dementsprechend weiß jeder, der zumindest die Karte schon mal kennt oder kannte, aufgrund des Bildes, was die Karte kann. Wir haben zum Beispiel hier wunderschöne Bilder. Ich mag das ja mit dem Fachwerkhaus. Man kann sich es richtig vorstellen, so mittelalterlicher Stil, kommt ein Engel runter oder sowas und dann brennt alles und er ist zornig geworden, weil die gute Angel hier die Leute natürlich beschützen möchte. Macht sie erst bei Indestructible, wenn sie rein. Sie ist der Schutzengel dieser ganzen Welt, wenn man die Story sich annimmt. Und dann sterben die Leute tatsächlich unter ihr und sie bricht in einem Blutrausch, in einem Zorn aus darüber, dass die sie beschützen möchte, natürlich erstmal sterben. Und unter diesem Blutrausch kriegt alles erstmal Schaden, weil ihre Leute sind ja tot, kriegt alles Schaden. Und der Gegner natürlich auch. Wird natürlich noch stärker in diesem Blutrausch. Hat natürlich mit der gesamten Geschichte was zu tun. Aber auch hier, man kann sich vorstellen, auf dem Marktplatz angekettet oder sowas. Also die, oder hier im Stein eingemessen, wie die Vampire hier drinnen von dem Planeswalker, ich weiß leider den Namen jetzt, Sorin, ist es nicht Sorin? Glaube ich, auf jeden Fall hier drinnen festgesetzt wurden, eben in Stein gemeißelt und kamen da nie wieder raus. Vampire, die ja eigentlich mehr oder weniger fast als unsterblich gelten. Naja, auf jeden Fall mit der Story viel zu tun, wunderschöne Bilder, in die man sich auch reinversetzen kann. Ach, guck mal, jetzt steht sie da und so. Aber man kann sich da richtig im Kopf eine kleine Geschichte aufbauen. Das ist diese nonverbale Geschichte, die nur über die Bilder erzählt wird. Und diese Edition hat in meinen Augen wunderschöne Bilder. Oder hier, man kann sich vorstellen, wie sie da versucht, mit der Pistole gegen diese Zombieherden, die reinzukommen, sich versucht zu wehren und dagegen drückt. Mit ihrem weißen Kleid steht sie da als Unschuldslamm natürlich. Also wirklich tolle Bilder. Auch hier, jedes Mal, wenn ich die Karte sehe, ist die Karte an sich, finde ich, von der Funktion gar nicht mal so mega geil, als dass tatsächlich das Bild, finde ich, viel interessanter. Dann nimmt sie tatsächlich als Inspektor hier sowas, was ist denn hier passiert und sowas. Finde ich ganz gut und stellt eine Nachforschung, auf Deutsch ist ja Nachforschung, an. Finde ich ganz geil. Und ich nehme mal das Bild hier, weil das Bild finde ich nun wirklich, als ob es, wenn ihr euch mal die Karte wegdenkt, könnte es als Gemälde irgendwann an der Wand gehängt haben. Und zwar genau aus der Zeit, wo diese Geschichte spielt. Das ist ja das Geile an sich. Also in sich geschlossene Logik auch noch. Ich finde das richtig, richtig geil. Also ich finde das Bild super. Und dementsprechend habe ich schon mal tatsächlich was eingestellt. Und zwar sind das alle Bilder von diesem Maler. Und wenn man sich das mal anguckt, macht er allgemein so geile Bilder. Hier knien sie nieder und wollen natürlich Tribute fordern oder sowas. Oder hier mit seinen Laternen, seinen laufenden Laternen. Also der hat schon geile Dinger. Und das macht natürlich auch eine Story richtig cool. Hier Entomb nochmal eingraben oder hier ohne Arme steht er hier abgehackt und darunter noch so ein Unterleib, der die Leute mit Futter bespaßen soll. Schon ganz krass. Oder hier nochmal der Geist, der nochmal eine Nachforschung, der durch die Welt schwebt und hat nicht mal einen Arm, aber kann trotzdem die Laterne halten, als ob es ein Arm wäre, um seine Funde zu finden. Also schon coole Bilder, also wirklich cool. Aber wir wollen ja natürlich gleich nochmal auf die Frage zurückkommen, inwieweit das tatsächlich auch den Wert beeinflusst. Ich glaube, das ist so auch die gesamte Edition, hier nochmal so ein geiles Bild, die gesamte Edition beeinflussen kann.
was die an Wert ist. Ich möchte nochmal aber vorher nochmal ein anderes Bild zeigen. Auch ihn hier, ihn stelle ich mir als kleines Männchen mal vor, was man irgendwo hinstellt, was unheimlich stark ist. Ich meine, 1-2 ist ja auch nicht die Mega-Stärke, aber mit dem Casting-Course, mit dem Bild und die ganze Karte, wie sie aufgemacht, vom Design, vom Look her, ist das tatsächlich eher so, ich stelle ein kleines Männchen hin, irgendwo auf den Tisch. So, finde ich cool. Ich mag auch das Bild extrem gerne. Und nun gehen wir erstmal darauf hin, wie weit es zum Beispiel den Wert einer Karte in, als einzelne Karte, nicht nur als Edition, sondern als einzelne Karte beeinflussen kann. Nehmen wir nämlich mal die gute Mishra's Factory, denn in der Ursprungsedition hat sich Wizards ein bisschen mehr Mühe gegeben, ganz am Anfang, zumindest was die bildermäßig angeht. Heißt ja nicht, dass die neuen Bilder schlecht sind, deswegen habe ich sie auch gezeigt, wenn ihr jetzt mal hier ein bisschen lädt. Lädt. So, da haben wir jetzt hier ein paar Bilder und ihr seht schon auf Anhieb den Wertunterschied. Es ist alles aus Antiquities, aber es gibt vier verschiedene Versionen. Die erste Version, die ihr natürlich kennt, ist die Winter, nicht die Winter, die Sommeredition. Die Sommeredition, die ist reprinted worden, hat 6,90 Euro Originalwert. Dann haben wir hier was ist denn das, Frühlings ist das, glaube ich. Schade, dass die angeblich nur 5, aber wir wissen den Zustand der Karte nicht. Es gibt es aber auch deutlich mehr im Angebot. 5 Euro wert. Dann haben wir hier die Herbstedition, schon mit 14,50 wert. Und die berühmteste und beliebteste Edition ist die Winteredition. Und ihr seht ja auch schon die Winteredition, 21,96 für den Preis. Das ist schon krass. Es ist immer noch dieselbe Mishra's Factory aus derselben Edition. Und trotzdem haben wir so einen heftigen Wertunterschied. Und hieran seht ihr auch schon, die Bilder sind gut. Man kann sich da auch richtig schon reinversetzen, wenn man alle da liegen hat, wie die verschiedenen Jahreszeiten über die Bilder hinweg huscht. Und dann hier im Schneesturm diese ganzen kleinen Männchen, diesen Baum arbeiten, eben halt eingefroren sind drinne und der Schneesturm drüber hinweg huscht. Uff, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Und hier hat tatsächlich, und hier geht es nur ums Bild, hier geht es ja nicht um die Funktion, hier geht es ja nicht darum, dass eine Karte besser ist als die andere oder dass die Edition eine andere ist, sondern tatsächlich, dass der Wert hier ein anderes ist. Ich denke mal, hier ist aus irgendeinem Grund ein sehr hohes Angebot. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass das auf jeden Fall 5 Euro ist, aber normalerweise ist die Sommeredition die schlechteste, also die günstigste. Ist ja nicht schlecht, die ist die günstigste von allen. Naja, und hier sehen wir, haben wir übrigens auch Antiquities, Renaissance auf Deutsch. Nicht Antiquities, Renaissance ist es ja richtig. Chronicles ist eigentlich der Ursprung. Wo haben wir denn Chronicles? Das heißt, glaube ich, irgendwo gab es noch Chronicles, die Edition. Und dazu habe ich nämlich auch noch was zu sagen. Hier haben wir nämlich die Originaledition und man wollte damals, zu ganz frühen Zeiten, hat man tatsächlich über Chronicles ja einen Reprint von vielen Karten gemacht. Und damals hat man sich tatsächlich diese Liste damals aufgebaut, welche Karten nie wieder gedruckt werden dürfen, weil der Wertverlust schon damals so hoch war aufgrund von Reprints und deswegen ist diese Liste eingeführt worden auf Zeiten von Chronicles. Nur so am Rande reingeworfen, weil ich die gerade hier gerade sehe. Renaissance ist ja hier gerade das. Und hier hat man übrigens auch, wie ihr seht, die Sommer Factory wieder reprintet. Sommer Factory. Okay, das sind die World Cups, die zählen in meinen Augen sowieso nicht. Hier hat man ein neues Bild genommen. Hier hat man die Sommer Factory wieder genommen, Black Bordered. Hier hat man wieder die Sommer Factory und hier hat man ein neues Bild genommen. Und trotz allem seht ihr den Wert 25 Cent. Hier 20 Cent tatsächlich nur für eine Mishra's Factory. Und 21 Euro, wobei hier natürlich auch das Alter eine Rolle spielt. Deswegen habe ich hier die drei genommen, die natürlich wunderschön darstellen, dass ein Bild den Wert einer Karte stark beeinflussen kann. Und ich gehe nicht von aus, dass es jetzt von Winter so viel verschiedene seltenere gibt, als es die von den anderen gibt. Wenn wir jetzt mal hier einen Direktvergleich sogar sehen, gibt es vom Winter sogar ein höheres Angebot als vom Herbst. Und trotzdem ist sie halt immer noch deutlich teurer. Und selbst vom Herbst ist ein höheres Angebot als von der Sommer. Also, man sieht tatsächlich, der Wert kann eine Edition beeinflussen. Und ich würde mal jetzt rein von der Stärke von einzelnen Karten absehen, die natürlich einzelne Editionen extrem teuer machen. Nehmen wir die Liliana, nehmen wir den Tamogolf oder sowas, wenn man sich ein Display kauft, dass es extrem teuer ist. Macht, denke ich, glaube ich, auch die Gesamtschönheit, die Gesamtästhetik, diese Welt, in der man sich dieses ganze Kämpfen von Magic natürlich abspielt im Kopf dieses Spielers, macht natürlich diese Bildreihe natürlich den Wert der Edition deutlich teurer oder eben halt günstiger. Meine Lieblingsedition hat natürlich auch wunderschöne Bilder in meinen Augen. Ich kann mir hier, wenn ich mir das nämlich hier vorstelle, kann ich mir richtig einen wunderbaren, geilen Kampf hier auch vorstellen. Ich habe den Mega Emperor Kurvier mit seinen riesen Tentakeln über die Stadt
hinweggleitet oder sowas und er kommt da angeschritten und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Riesenmonster, man kann sich's bildlich vorstellen, man hat da richtig was für. Auch hier, wie er tatsächlich von hinten kommt und sich dann in den Kopf reinbeißt und dann eben halt die Karten wegholt. Ich finde die Bilder super geil. Er ist hier aus dem Untergrund, kann man ja aus dem Exil casten, aber in dem Fall ist er aus dem Untergrund, man steht hier noch die Leute. Der Fuß, der geht wahrscheinlich gerade einen Schritt runter, ja. Also die Maler sind schon nicht schlecht und die machen echt coole Karten. Und ich denke mir auch, dass diese Edition nicht nur von der Gesamtstärke der Edition selbst, weil es wirklich gute Karten hat, die im Preiswertverhältnis auch ziemlich weit oben bleiben in der Gesamtmasse, auch echt schöne Bilder hat. Und ich denke mir auch in Zukunft hoffentlich noch ein bisschen was an Wert wird, je nachdem, ob sie noch reprintet wird oder nicht. Da kann man sich ja natürlich sein eigenes Mal. Aber ich kann mir auch hier die Oma vorstellen, wie sie hier draußen sitzt. Ich finde die Bilder echt schön und ich glaube auch, wie gesagt, dass das einen Einfluss auf den Wert haben wird, wobei immer noch diese Editionen relativ günstig im Verhältnis zu anderen Editionen sind. Wie gesagt, ich möchte noch eine andere Sache möchte ich tatsächlich noch zeigen. Das ist meine Maus. Ich muss mal neue Batterien reinpacken, merke ich gerade. Und irgendwie funktioniert meine Maus nicht mehr so toll. Na egal. Urzas. Na komm schon. Urzas Tower. Hier haben wir. Alter, meine Maus. Ich muss dann doch mehr über die Tastatur über so arbeiten. Egal. Hier haben wir Chronicles übrigens. Das ist die Edition, die ich meinte, die ja auch reprintet hat, wie ihr seht, mit selben Bildern. Und vom Wert halt. Ne? Damals hat man schon gesagt, soll nicht mehr gedruckt werden, damit der Wert nicht noch weiterfällt. Kann man sich Gedanken drum machen, warum die es damals schon gesagt haben. Na egal. Hier haben wir auch ungefähr fast derselbe Wert. 2, 2, 3 und 4. Jetzt kann man sich fragen, warum ist die eine denn nur 2 und die andere 4, wenn alle aus derselben Edition kommen. Angebot und Nachfrage, wobei das nicht sich im Verhältnis, wenn hier nur 54 gewählt und 4 und hier 112, warum die teurer ist als die und. Und tatsächlich, auch hier ist klar das Bild der ausschlaggebende Grund. Ich würde auch tatsächlich sagen, das ist das schönste Bild, würde ich auch sagen. Dann hat man hier den Tower, der auf der einsamen Ebene steht. Ich finde das Bild noch ein bisschen schöner als das, muss ich zugeben. Also an der Küste kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen. Wobei, wenn der Unterbau dazu kommt, da haben wir noch die ganzen anderen Uhrzeitländer. Wir haben ja noch das. Hallo? Urzaps Powerplan. Hier hat man auch zum Beispiel die verschiedensten Bilder. Und hier hat man wirklich nicht nur ein und dasselbe Bild, sondern wirklich 100% verschiedene Bilder. Und auch hier seht ihr die Varianz stark voneinander ableuchten, wobei natürlich 300 ein krasses Angebot ist. Da ist natürlich die Konkurrenz deutlich größer als bei 96. Aber auch der Kauf und Angebot kommt ja von nichts her. Wobei ich zugeben muss, ich finde das das schlechteste Bild. Aber es ist völlig egal, wie man selbst findet. Es geht ja darum, wie die einzelnen Käufer es finden. Und hier, wie gesagt, unterschiedliche Bilder. Und ich finde, das ist halt ein Paradebeispiel dafür, dass Bilder Einfluss auf die, nicht nur auf die spielerische Wert haben, auf das, individuelle Wert einer Karte für den einzelnen Spieler, der in sich entscheidet, kommt die Karte rein oder nicht, hat sie nebeneinander liegen, guckt aufs Bild und entscheidet sich eventuell für doch, ja, hat also vielleicht doch eine Einflussnahme auf den, irgendwie er das Bild findet. Also im Großen und Ganzen, ja, es hat Einfluss. Und wie seht ihr das? Habt ihr noch ein paar Paradebeispiele dafür? Ein Beispiel fällt mir tatsächlich nochmal ein. Den guten Tamo Golf. Original ist er jetzt aus Future Sight. Ich finde das Bild schon ziemlich geil hier ab, ne? Das ist schon. Ich finde das Bild schon cool. Trotz allem mochten die Leute das neue Bild deutlich lieber. Zumal das hier auch als Mythic und als Rare ist. Trotzdem ist ja das Angebot immer noch krass. Aber hier unten derselbe Wert. Und ich glaube auch hier, dass das Bild den Leuten tatsächlich viel besser gefallen hat als das hier, weil das ziemlich abstrakt ist. Und ja, viele kommen auch mit diesem Abstrakt nicht ganz so klar und wollten dann lieber, glaube ich, ein besseres haben. Aber hier sieht man auch, ich kenne Leute, die auch gesagt haben, denen gefällt das neue Bild viel besser und würden lieber ein Tamo aus der neuen haben, also mit diesem neuen Bild, als von dem alten. Wobei ich natürlich eher für Original immer bin. Aber gut, das ist ja ein persönliches Ding, weil ich nebenbei noch sehr gerne lieber sammle als reinspiele. Ist also Sache. Aber wie ihr seht, auch hier hat das Bild einen Einfluss auf die Karte. Kann man natürlich diskutieren, macht das Mythic tatsächlich hier so den Wertunterschied? Wir haben jetzt, obwohl wenn man die beiden zusammennimmt, ist es fast so viel wie der obere und trotzdem Wert immer noch derselbe Wertunterschied. Also kann man sich ja bei was denken, was man möchte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben zurücklassen und gerne in die Kommentare reinschreiben, auch wenn nicht immer alle Kommentare bei mir angezeigt werden. Das habt ihr in der letzten Folge mitgekriegt. Würde es mich sehr freuen, wenn ihr was hinterlasst, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen oder vielleicht sogar Ideen für weitere Folgen, könnt ihr gerne unten reinschreiben. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!